Ich muss niesen. Wahrscheinlich eine allergische Reaktion auf den Klebstoff, den ich mit dem Wasserdampf beim Ablösen des Flaschenetiketts vom transsilvanisch-rumänischen Champagner einatme, der von den jetzt endlich, leider nicht in Sonnenkollektoren durch die türkische Sonne erhitzten, heißen Wasser mir über dem Hotel-Badezimmer-Waschbeckenrand am Neujahrsmorgen in die Nase zieht, sodass ich so richtig abniesen muss, mir meine Muse daraufhin Entzündungstropfen, ein angeblich kosmohomöopathisches Arzneimittel aus Baden-Baden, laut bis 15 abzählend einträufelnd als Demutstropfen, weil ich Dracula klischeehaft die Champagnerspende gestern Abend von Valentin und Simona mit unserer unfreiwilligen Blutspende als Gegenleistung, wenn auch nur insgeheim, in Verbindung gebracht habe, denn von einem Kommunikationsspezialisten wie Valentin es eben ist und es recht von einer Poetin wie Simona vielleicht wird sie ja mal die Simone de Beauvoir Rumäniens. Hätte ich nichts Schlimmes denken sollen, sind die beiden doch ein Abbild unserer selbst, in dem wir beide, meine kommunizierende Muse und ich als okzidentischer Poet, uns widerspiegeln. Zwar spiegelverkehrt, aber wir waren zu diesem Zeitpunkt noch keine Vampire, denn wir spiegelten uns ja noch, was auch eine Zeit lang später so war, denn meine Schmuse und ich haben uns noch in der Silvesternacht am Sternenhimmel der türkischen Ägäis, oder genauer gesagt, über der griechischen Insel Samos, aber von der türkischen Seite aus gesehen, als Mond und Venus wiedergespiegelt, es sei denn, im transrumänischen Champagner wären extra Spiegelungstropfen in hoher Potenz gewesen, die angehende Vampire, die meine Muse und ich vielleicht doch schon sind. Möglicherweise, wenn auch nur für eine bestimmte Zeit, doch spiegeln ließe, wir uns so in Sicherheit wägen sollten, damit sie sich noch ein paar Mal labend an uns festsaugen, denn zu gerne hätte ich gestern Abend, nur um sicher zu sein, oder auch heute Morgen beim Frühstück ihre Hälse gesehen wegen der Bissmale. Doch ich musste ja stattdessen wie zwanghaft gestern Abend immer wieder auf Simonas runden, üppigen, aber nicht zu üppigen Busenstarren musste mir vorstellen, wie er wohl in Natur aussieht, denn ihre Brüste waren im Ansatz gut zu sehen, was aber vielleicht nur ein Trick war, um mich abzulenken, denn ihre Hälse, die waren seltsamerweise immer geschickt verdeckt. Doch wenn es so gewesen wäre, dort doch Bissmale gewesen wären, es keine absichtslose Sektspende, doch transsilvanisch-homöopathische Vampirtropfen gewesen wären, ja, dann habe ich als Beweis das Flaschenetikett schön platt gedrückt und in meine Schreibklatte eingeklebt, aufbewahrt, damit sich unsere Nachwelt einen Reim darauf machen kann, falls später erzählt werden sollte, dass ich des Nachts in unserem Hotel als Herbert die Rumänen polanskihaft und die Flure gejagt hätte, samt allen Bulgaren, denn dann wäre mein schrecklicher Verdacht doch nicht unbegründet gewesen. Tröste mich jedoch zugleich mit der Vorstellung, wie meine Schmuleika in einem weißen, in einem schneeweißen Marmorsarkophag entspannt in sich ruht, sie den mit Medusaköpfen reich verzierten Deckel lüstern zur Seite schiebt, mir lockend zuwinkt, ich flatterhaft zu ihr komme, wir rartrunken uns gegenseitig kiesaugen, bis wir in der Morgendämmerung uns
unsere Horoskopträume gegenseitig auflösen.